Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, Das freut mich ganz natürlich, wir kriegen was hin. besonders. Ja. Und dann so ein interessantes und wirklich notwendiges Thema aufzugreifen, gell? Also so ein Thema, was immer noch so ein Schattendasein hat, obwohl Ja. es viele Beziehungen bestimmt. Ja, absolut. Und Ja. jeder hat sein eigenes und wenn die auch noch aufeinandertreffen, meine Herren. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happiness at Work. Dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude im Business und privat. Ich bin Anja Maria Stieber und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn ich teile mit dir Informationen und Interviews mit genialen Menschen, damit auch du deinen Weg zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude findest und endlich das machst, was zu dir passt und dir so richtig Spaß macht. Im Zeitalter der Digitalisierung, Generation Y und ansteigendem Bewusstsein in unserer Gesellschaft und weltweit ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu schlagen zwischen Spiritualität, Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Folge von Happiness at Work. Ja, jetzt sind wir live und ich freue mich. Wie cool ist das denn? Die Anja Steber und ich im Herzsprung-Beziehungsgespräch. Wer mich noch nicht kennt, ich bin die Marion Oberheiden. Ich bin Beziehungscoach und kümmere mich um Frauen, die in toxischen Beziehungen sind. Toxisch heißt eben krankmachende Beziehungen, dysfunktionale Beziehungen. Und ich mache dieses Herzsprung-Beziehungsgespräche alle 2 Wochen, immer mit Expertinnen. Und heute habe ich meine tolle Kollegin Anja Stieber eingeladen, die in diesem wunderschönen Allgäu wohnt. Und Anja, wir haben uns noch nicht live erlebt, aber ich habe das Gefühl, wir beide kennen uns schon ziemlich lange. Ja, irgendwie, gell? Also ich habe auch so das Gefühl, wir haben ja schon so ein bisschen uns warm geplaudert und das ist so vertraut, das ist wirklich, wirklich schön. Ja. Und wir gehen Weizen trinken, wenn du im Allgäu bist, ne? Oh ja, Rettenberg. Da gibt es auch, wie heißt diese Brauerei? Engelbräu. Die machen einen guten alkoholfreien Weizen. Absolut, ja. Okay, Anja, magst du dich mal vorstellen den Menschen, den Frauen, die jetzt oder überhaupt allen, die zuschauen? Gerne. Also ich begleite Menschen aus ihren Tälern und Krisensituationen in die beste Zeit ihres Lebens. Und für mich ist tatsächlich so die beste Zeit des Lebens, wenn man da ankommt, die Ankunft auch ins eigene Herz. Also da, wo wir das Gefühl haben, dass wir tatsächlich in uns wohnen, ja, dass wir in uns ein Zuhause haben und dass dieses Zuhause in Ordnung ist. Und ja, wie bin ich da hingekommen? Ich bin durch eine ganze Menge Täler gegangen. Über einen Teil oder einen Teil werden wir uns ja auch unterhalten. Das heißt, ich kenne selbst toxische Beziehungen aus eigener Erfahrung, selbst erlebt. Und ja, durch eigene Lebenserfahrungen und Qualifikationen, Ausbildungen, die ich gemacht habe, bin ich zu einem Transformationscoach geworden, habe eigene Methoden entwickelt, die meinen Klienten helfen, wirklich den Durchbruch zu schaffen. Ja. Und ich habe mir notiert, wie wahnsinnig ist das eigentlich. Du bist Spezialistin für Veränderungsprozesse, Krisenbewältigung und Mindset-Coach. Das heißt, alle Menschen, die in einer Veränderung sind, sind in einer Transformation? Wenn sie das wollen. Ah. Ja, also Veränderungen sind wir ja immer ausgesetzt. Wenn wir mal davon ausgehen, wie viele Zellen sich pro Sekunde in unserem Körper verändern bzw. absterben und neu bilden, sind wir immer in der Veränderung. Eine Transformation findet dann statt, wenn ich mir ein ganz klares Ja gebe zu der Entscheidung, aus meinem alten Leben, aus meiner alten Persönlichkeit in mein neues Leben und meine neue Persönlichkeit einzusteigen. Ich habe dazu übrigens ein Buch geschrieben, da reden wir aber nachher noch drüber.
Das ist für mich. Ja, da freue ich mich drauf. Du hast gesagt, du selber, ich glaube, du weißt, dass ich auch in einer toxischen Beziehung war, vielleicht auch sogar in einer aus einer toxischen Beziehung entstanden bin. Das ist ja gar nicht so selten. Kannst du heute sagen, du bist in einer glücklichen Beziehung? Absolut. Ist das nicht schön? Voll. Das ist für mich auch immer wieder jeden Tag neu ein Wunder, wie das möglich war. Und ja, und ich freue mich so für alle, die es geschafft haben. Das heißt, Transformation hat bei dir geklappt und bei mir geklappt. Ja, weil ich kriege richtig Herzklopfen im Moment, weil ich mich noch gut daran erinnern kann, als ich in meiner toxischen Beziehung war. Wir sind tatsächlich so verrückt, also verrückt in unserem Kopf, dass wir glauben, keine schöne Beziehung mehr haben zu können und verharren in einem Leben und in einer Beziehung, die uns eigentlich gar nicht gut tut. Ja, aber wir glauben, dass wir dann am Ende alleine sind. Und das stimmt so gar nicht. Ich glaube auch, das war so eine meiner größten Ängste. Einmal eine riesengroße Angst, meine Kinder, meinen Kindern nämlich meine Familie oder ihre Familie, ja, dass sie gesund aufwachsen können. Und mir war lange nicht bewusst, dass nicht ich das Problem bin. Ich war überzeugt davon, dass ich das Problem bin, dass ich das lösen muss. Als ich das eingesehen habe, beides stimmt nicht. Das sind ja auch Mindsets, ne, um darauf zu kommen. Habe ich Schritte gemacht, die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Ja, also ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt 24. Und Kinder merken das. Rückblickend, natürlich habe ich später mit meinem Sohn über die Ehe und wie er die Familie erlebt hat, gesprochen. Und in diesem Bewusstsein zu glauben, die Familie ihm zuliebe zusammenhalten zu müssen, habe ich quasi mehr Schaden angerichtet, als ihn zu nehmen und zu gehen und ihn zu beschützen. Ja, weil egal, ob das Kind jetzt in die toxische Beziehung reingerät, zum Beispiel wenn der Vater gewalttätig ist und das Kind bekommt auch Gewalt ab, ja, das Kind ist trotzdem durch die Beziehung vergiftet, auch wenn es körperlich ungeschadet ist, es leidet trotzdem dadurch, dass die Eltern streiten, die Mutter weint und es Drohungen gibt, die Kinder hören das, die kriegen das mit, ja, und ja, ich kann nur wirklich empfehlen, dass Frauen, wenn sie noch genug Kraft und Energie haben, diesen Sprung zu machen, um sich neu aufzustellen, weil je länger sie warten, je weniger Energie steht zur Verfügung und je schwieriger ist es dann im Leben, sich was Neues aufzubauen. Absolut. Da gebe ich dir 100.000-prozentig meine Zustimmung. Und also Kinder ist ja auch immer so eins meiner Herzensthema, meines Herzensthema. Und da fängt ja eigentlich Mindset schon an. Vielleicht können wir mal genau dahin gucken. In der Kindheit wird ja das Mindset, also vielleicht können wir es auch Glaubenssätze sagen, ja, geprägt. Wenn Kinder mitbekommen, dass man durchhalten muss, ja, auf Biegen und Brechen, egal wie es einem geht, dann prägt Mutter oder auch Vater natürlich diesen Glaubenssatz. Ne? Mhm. Und diesen Glaubenssatz habe ich erstmal lange nicht kapiert. Ich habe erst irgendwann viel, viel später, als es mir echt schlecht ging,
kapiert, dass ich gewohnt war, in lieblosen Beziehungen zu sein. Mhm. Und ich gar nicht wirklich realisiert habe, dass ich in, weiß ich, ob das ein Ausbilder war, ob das innerhalb der Familie war oder eben in meiner Ehe, dass ich mir so viel gefallen lasse. Das war mir gar nicht, also das war wirklich wie so ein Aha-Erlebnis, als würde irgendwie eine Mauer fallen. Mhm. Und das habe ich mich lange Zeit gefragt, wie konnte das passieren? Mhm. Dass ich das nicht geblickt habe, mhm, würde ich heute sagen. Mhm. Wie hast du das dann gelernt zu verstehen, in welche Dynamik du reingeraten bist? Ja, zum einen ging es mir furchtbar schlecht, mhm, also psychisch wirklich schlecht, bis dahin, dass ich depressiv war. Mhm. Und dass ich überhaupt nicht mehr gespürt habe, was habe ich für Gefühle. Mhm. Also ich habe im Nebel gesessen. Ja? Es war so, als würde um mich herum irgendwo eine Nebelwand sein. Und ich gar nicht mehr sagen konnte, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Mhm. Und ich mir das ja selber erklärt habe und habe gesagt, ey, ich kann es gar nicht mehr unterscheiden. Es ist alles Nebel, ob das gut oder nicht gut tut. Bis ich dann angefangen habe, mit mir zu arbeiten, also an mir, mit mir. Ich habe mir Hilfe geholt. Mhm. Und genauso wie ich eine Brille habe und dazu stehe, dass ich ja, eben weitsichtig und kurzsichtig in einem bin, habe ich angefangen zu sagen, okay, ich kriege das nicht alleine hin, weil mhm, ich bin es nicht anders gewohnt. Und ich brauche jemanden von außen, der mir meinen Blick schärft. Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich glaube, dass es starke Überzeugungen sind und genetische Informationen, die uns in einer Familie prägen. Ja, das heißt, wir sind ja gesellschaftliche Wesen, wir sind Beziehungswesen. Und die ersten, mit denen wir in Beziehung gehen, ist erstmal die Mutter und nach der Geburt Vater oder die Großeltern, die halt um uns herum sind. Ja? Und wir sind ja die einzige Species, die so viele Jahre ohne Erwachsene nicht überleben kann. Ja. Ja, das heißt, wir haben in dem Zusammenhang auch ganz, ganz viel Zeit, um uns als hochwertige, ja, herzensintelligente Wesen zu entwickeln, wenn das Umfeld stimmt. Genau. Ja. Und das, also, und Eltern, also ich mache meinen Eltern keinen Vorwurf, weil sie wussten es nicht besser. Natürlich gab es Zeiten, wo ich dachte, sind die eigentlich bescheuert gewesen? Haben die mich nicht geschützt? Was war da los? Mhm. Gott sei Dank bin ich da weg. Ja, weil das hat mich krank gemacht, na, in dieser Vorwurfshaltung zu bleiben, sondern was mir dann geholfen hat, ist wirklich zu sagen, okay, sie wussten es nicht besser. Die haben alles gegeben, was sie möglich machen konnten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und heute habe ich Verantwortung für mich. Mhm. Und ich übernehme jetzt mein Leben, nicht meine Eltern und auch nicht meine Glaubenssätze, sondern ich habe... Oh, das ist unser Hund. Er betont das jetzt gerade, ne? Genau, verstärkt das. Ja. Sondern ich bin verantwortlich und ich gucke, wonach ich mich ausrichte, damit es mir gut geht. Mhm. Und unter anderem, ja, früher hat man Glaubenssätze gesagt, heute sagt man wahrscheinlich Mindset. Mhm. Aber ich merke, dass diese alten Dinge echt immer so wie so ein Springteufel mhm, immer noch mal hochkommen und es eine aktive Arbeit ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Du musst dir vorstellen, das sind wie Programme. Und diese Programme werden immer wieder aktiv. Ja? Wir nehmen durch unsere Sinne Informationen wahr in so einem Detail unbewusst. Ja? Uns wird ja nur ein Bruchteil davon bewusst.
Ja, ein größter Teil ist unbewusst. Und dann haben wir in unserem Gehirn eine Amygdala mit ihrem Kontrollpult, um das zu vereinfachen, die nach kritisch relevanten Stimulis sucht. Ja? Und gleichzeitig ist unser Körper ein Organismus, der Rhythmus hat, der auch rhythmisch Hormoncocktails produziert für Dinge, die er gelernt hat, die zu bestimmten Zeiten halt eintreffen. Das bedeutet, wir entwickeln eine Form von emotionaler Sucht nach vergangenen Ereignissen, die wir in der Gegenwart wieder erwarten, weil es ist so viel Zeit vergangen. Ne? Also in meiner Familie, nicht in meiner Familie, aber in einer Familie gibt es einmal die Woche Samstagabends Krach. Vielleicht, weil der Vater Fußball schaut, keine Ahnung. Genau. Ja? Das heißt, die Kinder wissen zu einem gewissen Zeitpunkt, es gibt Krach. Ja? Und wissen dann auch relativ schnell durch die Signale des eigenen Körpers, dass sie sich aus dem Staub machen. Jetzt sind sie als Erwachsene aber noch genauso konditioniert. Das heißt, es gibt ein bisschen Krach. Ja, ich hatte eine Klientin gehabt, die ist jedes Mal zusammengezuckt, wenn jemand Oh mein Gott gesagt hat. Weil nach Oh mein Gott war ne, dann als Kind die Riesenwelle. Und darauf hat ihr Körper reagiert, auch als Erwachsene. Ja. Man nennt das heute Trigger. Genau. Ja, so Auslöser. Und ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, dass ich, sagen wir mal, gerade diese nonverbalen Dinge sehr stark im Fokus hatte. Also wie guckt wer? Hat meine Mutter hier die Falte? Dann ist es ganz schlimm. Oder ne, wie kommt mein Vater nach Hause? In welcher Stimmung ist der? Und demnach habe ich mich ausgerichtet. Ja? Und diese, sagen wir mal, Erwartungen, so habe ich das eben verstanden, haben natürlich, also ne, das, was ich erwarte, was erwartet wird, ne, jetzt bin ich still, jetzt bin ich lieb, jetzt bin ich... unsichtbar, die habe ich voll und ganz erfüllt. Und so war das später in meiner, ja, in meiner Ehe auch ein Stück. Was passiert denn, also du bist ja Spezialistin darin, was passiert, wenn sich plötzlich, also nicht plötzlich, das ist ja richtige Arbeit, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber wenn ich meine Glaubenssätze verändere und sage, ich bin liebenswert, ich bin willkommen. Ja? Also allein das ist ja schon ein toller Glaubenssatz. Und das stößt jetzt plötzlich auf meinen Partner, mein Gegenüber, der seit, sagen wir mal, 5 Jahren merkt, ich ziehe mich immer zurück, ich bin immer brav, ich passe mich an. Dadurch wird es ja nicht leichter erstmal. Du meinst, wenn die Frau sich beginnt zu verändern in Form von sich selbst zu lieben? Genau. Ja. Ja, was kann passieren? Also es ist zu wünschen, dass auf jeden Fall sich was verändert. Und das könnte sein, dass die Beziehung ihre Sinnlosigkeit oder an Sinnlosigkeit gewinnt und als Sinn verliert, weil die Beziehungsebene sich verändert. Ja. Das heißt, die Frau wird gehen. Und je größer die Selbstliebe ist, je leichter wird sie gehen können. Deswegen kann ich nur empfehlen, liebe Frauen, arbeitet an eurer Selbstliebe. Ihr macht es euch einfacher. Ja. Das andere kann sein, dass die Frau das Spielfeld ändert und der Mann ihr folgt. Und auf dem neuen Spielfeld herrschen neue Regeln. Ja. Das hast du aber sehr schön gesagt. Das ist ja auch so eins meiner Prämissen, die ich habe. Also Veränderung ist möglich. Ja, es ist nichts statisch. Es sei denn, jemand will nicht. Dann kann man nichts machen. Und das ist in meinem Programm auch so, dass ich sage, Frauen können eine gesunde Entscheidung treffen, ob sie bleiben oder gehen. Also ich habe jetzt nicht ein absolutes Ausstiegsprogramm.
sondern eben, ne, wenn die Selbstliebe, die Selbstachtung, der Selbstwert wächst und so, und der Mann merkt, boah, da entwickelt sich was in der Frau und das tut uns beiden ja auch gut, das ist wunderschön, dann kann Beziehung ja auch anders weitergehen. Ne? Mhm. Ja, weißt du, wir haben Gene, ja, wir haben 32, 34 unterschiedliche Genkombinationen. Ich kann das jetzt nicht so einfach erklären. Und von diesen Genen sind bestimmte angeschaltet und bestimmte ausgeschaltet. Ich glaube, 3% sind aktiv, die anderen sind inaktiv. Früher dachte man, dass das Genen Müll ist, aber tatsächlich sind die einfach ausgeschaltet. Ja. Ja? Jetzt haben wir da einen Mann, der seine gewalttätige Prägung hat aus seiner eigenen Kindheit. Er reagiert auf Trigger, indem er wütend wird, manipuliert, gewalttätig wird. Ja? Jetzt verändert sich etwas im Umfeld, weil die Frau sich verändert. Und das kann bedeuten, dass bei ihm dieser Gewalttätigkeitsschalter Frauen gegenüber inaktiv wird und andere Schalter aktiv werden. Und so kann der Mann sich auch verändern. Was, liebe Frau, nicht bedeutet, jetzt diesen Mann retten zu wollen. Nee. Marion bitte und ich, nicht. Also wir wissen, nein, dass das der falsche nicht. Weg ist. Genau. Deswegen ist es auch gut, sich wirklich begleiten zu lassen von jemand wie du das bist, Marion, um diese Nuancen zu spüren. Wo ist jetzt der Herzensweg? Ja. Wo ist dieser Weg, der wieder in diese schlimmen Erfahrungen führt, wo man sich erniedrigt fühlt, wo man glaubt, man ist jetzt schon wieder schuld an dem Streit und verausgabt sich wieder, damit ja der Mann wieder zufrieden ist und aufhört zu toben oder aufhört wegzugehen, sich abzugrenzen. Ne? Es gibt ja auch diese emotionale Gewalt, wo der Mann dann einfach sich zurückzieht. Ja, ja? Und also, das tut auch weh. Ja, absolut. Also auch da würde ich jetzt nicht sagen, emotionale Gewalt ist weniger schlimm als körperliche Gewalt. Ich glaube, das geht immer irgendwie einher. Und natürlich sind Menschen sehr unterschiedlich auch belastbar dadurch. Aber es geht auf keinen Fall, Gewalt in Beziehung geht auf keinen Fall. Und da denke ich, ja, es ist wichtig, auch an den eigenen Grenzen zu arbeiten. Und das ist so eins meiner Themen, die ich immer wieder und immer wieder höre, wie ziehe ich Grenzen, ja? Was passiert, wenn ich eine Grenze ziehe? Bin ich dann böse? Bin ich dann Spielverderber? Und darf ich überhaupt Grenzen ziehen? Mhm. Und Anja, ich kenne dich so weit, dass du sagst, ja, das stimmt. Und du hast ein bestimmtes Medium auch, ne, dazu, dass du dir dass du Frauen hilfst, sich zu erlauben, ja, ich darf auch Grenzen ziehen. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, was das ist mit Grenzen? Warum sich das so komisch anfühlt? Wir glauben immer, dass die Grenze irgendwo so direkt zwischen mir und einem anderen Menschen ist. Ja? Und man fährt da so eine Wand hoch. Tatsächlich stimmt das nicht. Stattdessen sind wir normalerweise in unserer Komfortzone. Komfortzone ist nicht das, was gut und sicher ist, sondern das, was sich so anfühlt. Auch eine toxische Beziehung kann Komfortzone sein. Absolut. Ja? Immer dann, wenn ich aus dieser Komfortzone rauskomme, ja, in so einen Bereich, wo ich auch lernen darf, ja, das ist, fühlt sich fremd an, es fühlt sich komisch an. Wenn ich jetzt eine Grenze setze, muss ich wissen, ich bin nicht mehr in meiner Komfortzone. Ich bin außerhalb meiner Komfortzone. Und das außerhalb ist immer Risiko und bedeutet Stress und kann sogar, wenn man noch weiter rausgeht, zur Panik führen. Und es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde man doch gerne wieder die Grenze zurücknehmen. Und das Alte ist ja doch nicht so schlimm. Dann kommen diese ganzen Glaubenssätze, die versuchen zu rechtfertigen, dass das Leben, das man führt, ja doch ganz in Ordnung ist. Ja? Immer wieder und immer wieder. Immer wieder. Ja. Absolut, ja. Das, was uns in die Komfortzone zurückzieht, ist wie eine emotionale Sucht.
nach dem, was uns vertraut ist. Mehr ist es nicht. Das heißt, wenn ich das weiß und bereit bin, den Entzug zu machen, ja, und Kraft habe, außerhalb dieser Komfortzone lang genug zu bleiben, legt sich das Gefühl. Das heißt, ich bin immer besser in der Lage, Grenzen zu ziehen, weil ich feststelle, es ist nicht lebensgefährlich, es ist nur anders. Es ist anders, ja. Und es hat eine Wirkung, dass Menschen auch plötzlich anders mit mir umgehen. Für mich war das so ein Aha-Erlebnis. Ich habe mal gesagt, also meine Grenze, das war irgendwie immer so ein bisschen Thema, wo ich dachte, na, da komme ich irgendwie nicht zurecht mit. Aber mit dem Bild, das ist mein Vorgarten und den habe ich bepflanzt. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie liebevoll und ja, ich halt eben mit meinen Blumen und meinen Pflanzen bin. Und wer mir da rumtrampelt, den schicke ich raus. Das ist meiner. Und dieses Bild hat mir total gut geholfen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder für sich findet. Ne? Welches Bild passt denn jetzt? Ne? Vielleicht ist der Zaun nicht das Richtige, sondern ne, es ist vielleicht, weiß ich was, die Pferdekoppel, die von jemandem anderen, weiß ich, ja, betreten wird und die Pferde fangen an zu scheuen. Ist ja egal wie. Ne? Genau. Ja. Ja. Das mit dem sich ein eigenes Bild zu verschaffen, ist sehr gut, weil unser Unterbewusstsein kennt nur Bilder und Emotionen. Ja, also Sprache und so ist nicht so das Ding vom Unterbewusstsein. Genau, ja. Ich arbeite auch wunderbar gerne mit Bildern und ich finde, jeder Mensch hat Zugang zu Bildern tatsächlich, wenn er in eine Entspannung kommt. Ja. Und also genau da führe ich eigentlich auch meine Kundinnen hin, in die Entspannung zu kommen, damit halt eben das Unbewusste auch eine Möglichkeit hat, gehört zu werden, weil alles andere, was so laut im Außen ist, verdeckt ja eigentlich das, was eben innerlich ist. Genau. Ja. Ja, und ausreichend oft zu entspannen, ja, ich weiß nicht, ob deine Frauen regelmäßig meditieren, es ist zu empfehlen, ja, weil jedes Mal, wenn ich mich tief entspanne, und da reichen 7, 10 Minuten, das weißt du ja, zur Ruhe zu kommen, werden ganz automatisch die Selbstheilungskräfte gestärkt und das Immunsystem gestärkt. Und man denkt bei Selbstheilungskräfte immer an den Körper. Aber die Psyche ist ein Teil davon. Ja, das heißt, auch die Psyche heilt. Das heißt, wenn ich anfange, regelmäßig zu meditieren und mir die Ruhe gebe, mich zu regulieren, den Stress abzubauen, ja, eine Atemtechnik lerne, das heißt, wenn es draußen wieder eskaliert, innerlich ruhig zu bleiben, ich habe viel mehr Kompetenzen, auf die ich zugreifen kann, um entsprechend so zu reagieren, dass es mir gut tut. Ja? Wie wunderbar hast du das beschrieben, Anja. Genauso erlebe ich das und genauso gebe ich das auch gerne weiter. Du hast jetzt noch eine besondere Technik. Vielleicht kannst du ganz kurz da auch noch drauf eingehen. Gerade mit so, sagen wir mal, tief sitzenden Dingen, die wirklich ja Überzeugungen sind, die mir dann irgendwann bewusst werden, umzugehen. Ja. Du meinst Soul Tapping, ja? Genau. Ja, also das Soul Tapping Solution ist meine Version von EFT, Emotional Freedom Technique. Und diese Technik wurde entdeckt in den 70er Jahren, damals in den USA. Und man hat festgestellt, dass es sehr gut wirkt bei posttraumatischen Belastungsstörungen von Soldaten, die aus Vietnam zurückkamen. Das heißt, man hat also diese Methode erst eingesetzt bei posttraumatischen Belastungsstörungen und gelernt, dass es auch funktioniert bei anderen Ängsten, bei Panikattacken, aber auch bei fest verankerten Glaubenssätzen und so weiter. Und ich habe die Methode 2006 von einer promovierten Psychologin gelernt. Mit der Monika habe ich damals zusammengearbeitet und
Sie hat Traumata-Patienten gehabt und ich musste das dann unbedingt lernen, weil das für sie so wertvoll war. Und ich habe es damals noch nicht verstanden. Ich war noch nicht so weit. Aber ich habe die Methode mehr und mehr kennengelernt, auch dadurch, dass meine Klienten sie wollten und sie einfach funktioniert. Und die Methode an sich ist total einfach. Soll ich es erklären? Wenn du möchtest, ganz kurz. Ja, also die durch dieses Soul-Tapping wird der Körper durch das Klopfen der Meridiane beruhigt, ja, während wir gleichzeitig uns mit den Gedanken und Gefühlen beschäftigen, die so unangenehm sind. Und das passt natürlich nicht zusammen. Ja, auf der einen Seite beruhigt sich der Körper und auf der anderen Seite sind wir ganz aufgeregt. Mhm. Jetzt wissen wir, es gibt in der Biologie beziehungsweise in unserem Menschsein eine Regel. Der Körper ist schneller als der Geist. Ja? Das heißt, nicht nur, dass mich was triggert und ich schreie, sondern im positiven Sinne, wenn mein Körper sich beruhigt, hat diese Beruhigung Priorität in unserem Bewusstsein. Das bedeutet, alle Gedanken, alle negativen Emotionen, alles, was wir aussprechen, wird irrelevant. Die Amygdala, von der ich anfangs gesprochen habe, macht dann Folgendes. Da ist hier der Gedanke, der Glaubenssatz, diese Erinnerung. Und hier ist die Emotion, die sind ganz stark miteinander vertratet. Ja, und hier ist die Emotion von Wut und Verzweiflung, der Gedanke nicht gut genug und so weiter. Und während das hier sein Spiel spielt, klopfen wir und der Körper beruhigt sich. Und dann lässt die Amygdala im wahrsten Sinne des Wortes das Thema los und trennt den Gedanken von der Emotion. Und dann ist es nicht mehr spürbar. Und dann ist es aufgelöst, nicht verdrängt. Es ist aufgelöst. Aufgelöst. Mhm. Also in meiner Praxis mache ich das. Ich habe ja auch eine Offline-Praxis. Ich habe es bei dir kennengelernt, dass es auch online funktioniert. Und ich war wirklich für mich auch so, so tief berührt, dass das auch über die Entfernung geht. Mhm. Und es ist nicht weniger wert, im Gegenteil. Es ist genauso wertig, vielleicht sogar bin ich ein bisschen dadurch, dass ich mir auch mein PC, also das Bild ausmachen kann, vielleicht sogar noch mehr in meiner Welt. Mhm. Ja. Ja, Anja, ich danke dir sehr und ich bin ganz begeistert von deiner Arbeit. Ich werde das verlinken natürlich alles. Und du hast ja eine Überraschung noch für meine lieben Kunden, Kundinnen. Ja. Und das war deine Idee und das finde ich so genial. Also freue ich mich total. Ja. Also, ich habe ein Buch darüber geschrieben, wie wir diesen ersten Schritt machen, diese Selbstsabotagenprogramme zu knacken. Und was dahinter steckt, also warum es uns oft so schwer fällt. Und ich habe gelernt, dass es uns leichter fällt, wenn wir etwas verstehen, das Ganze ernsthaft anzugehen und zu lösen. Ist also kein Mysterium mehr, sondern es sind ganz klare Fakten. Und ich habe in dem Buch Knacke deinen Selbstsabotagecode für diese Fakten gesorgt. Es ist leicht zu verstehen und die Leute, die es gelesen haben, ich würde mal sagen 99% sind sehr happy, dass sie das gelesen haben, weil sie sich endlich auch ein Stück weit verstanden haben. So, jetzt habe ich hier drei Ausgaben und ich habe überlegt, wir machen Folgendes, liebe Marion. Dadurch, dass das Thema in Bezug auf Mindset, ja, auch ein Thema ist das, wie man über sich selber nachdenkt, was man für sich selbst spürt. Eins der größten Geschenke, die wir uns machen können, sich selbst zu lieben, so wie man ist. Ja. Und jeder, der dieses Video sieht und in deinen Chat reinschreibt, ich liebe mich ganz so, wie ich bin. Ach, wunderbar. Der kommt in den Verlosungspott.
Und irgendwann, wann du magst, Ende der Woche, wie auch immer, das darfst, kannst du selber entscheiden, ziehen wir 3 Namen und die bekommen dann von mir jeweils so ein Buch geschenkt. Boah, was ist das für ein toller Anreiz. Und darf ich mitmachen? Nein, ich bin außerhalb von. Ich schicke dir so eins zu. Ach, danke, Anja. Ja. Danke. Ja, ich finde das wunderbar. Ich danke dir herzlich. Ich weiß, dass du jetzt auch bald eine Challenge machst, einen Online-Workshop. Und da werde ich das auch nochmal vernetzen. Oder verlinken, ja, glaub, so nennt man das. Und ich danke dir sehr, bis ein andermal wieder. Gerne, liebe Anja. Ich danke dir, danke, dass ich dabei sein durfte. Und euch Frauen da draußen, die das Video seht, lasst euch von der Marion helfen. Bleibt mit eurem Thema nicht alleine. Ich weiß, dass es ein Schamthema ist, aber es lohnt sich, diesen Scham zu durchbrechen. Ja. Und die Liebe zu sich selber zu finden, um auf ganz neue, wunderbare Wege zu gehen. Und ich glaube, Marion und ich, wir sind ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir aus so unangenehmen bis schlimmen Situationen gut rauskommen und wirklich, wirklich glücklich werden. Genau. Oder wir sind glücklich, gell? Du kannst das auch. Ja. Jeder kann es erreichen. Ich danke dir. Und ich liebe mich so, wie ich bin. Ich auch. Danke. Okay, liebe Anja, ein andermal wieder. Es Gerne. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Mir auch. Dankeschön. Nächste Woche ist meine Hand aufs Herz Sprechstunde für alle meine lieben Gruppenmitglieder. Und ich glaube, das Thema war Eifersucht. Oh, auch ein schönes Thema. Okay, bye-bye. Danke. Schönen Ciao. Abend an alle. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like von dir. Und wenn du es mit Leuten teilst, mit Freunden, Bekannten, ja, um diese Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn du Interesse an meiner Arbeit hast, dann lade ich dich ein auf meiner Homepage www.anja-maria-stieber.de. Wir hören uns. Tschüss.